Breaking News. Die Trumps positiv auf Corona getestet, sind in Quarantäne. Gute Besserung. Insider, die das Paar kennen, rätseln zwar jetzt, wie der Präsident das Virus auf seine Frau übertragen konnte. Aber das geht uns nichts an, finde ich. Selbst für Trump ist es offensichtlich schwer, die Infektionskette nachzuvollziehen. Aber er hat einen Verdacht. Man könnte sich angesteckt haben bei Polizisten oder bei Soldaten, die ja auch als Sicherheitspersonal mitunter in der Nähe sind. Und der Präsident hat da mehr oder minder wörtlich gesagt, da wird gegrüßt, da wird umarmt, da wird geküsst. Das sind Bitten, die an uns herangetragen werden und die schlagen wir dann auch nicht mehr ab. Ist ja klar, es muss schlimm sein. Ne? Alle 3 Meter steht ein Polizist und will Trump die Zunge in den Hals stecken. Er regiert jetzt, heißt es, aus dem Oval Home Office. Und die große Frage lautet natürlich, was bedeutet das alles für den Wahlkampf in den USA? Muss zum Beispiel das nächste TV-Duell gegen Biden abgesagt werden? Ich sage hoffentlich, denn das erste am Dienstag war einfach nur furchtbar. Katastrophe. Donald und Joe, oder wie ich sie seitdem nenne, die 2 von der Brüllabfuhr, haben uns allen 1,5 Stunden Lebenszeit geklaut. Es war wirklich ein Tiefpunkt in der Geschichte der Debattenkultur. Erkenntnisgewinn 0, Fremdschamfaktor 1000. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Argumente. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. Joe, you're the liar. No, go ahead, mister. I'm listening to you. He has never done a single thing. Might know, you're the worst president America has ever had. Hey, Joe, this is big stuff. Later. Mr. President. You're talking about 2 million people. And they're going to dominate you, Joe. You know that. You're both speaking at the same time. Will you shut up, man? Will you shut up, man? Halt doch einfach mal die Schnauze. Das ist jetzt nicht direkt elegant formuliert, aber mir gefällt's. Übrigens steckt hinter dem ganzen Gebrülle eine klare Strategie. Donald Trump weiß ja, er hat angesichts der Lage in den USA keine Argumente mehr. Also macht er im Studio den wilden Affen. Ja, ganz kalkuliert. Schreit rum, labert dazwischen und dann meckern alle über den schlechten Moderator. Und kaum noch über den unfassbar schlechten Präsidenten. Solche Duelle brauchen einen Live-Faktencheck. Sonst kann ja jeder Trottel jeden Mist behaupten. Hier Trump über Bidens angebliche Pläne zum Klimaschutz. It's the dumbest, most ridiculous, where airplanes are out of business, where two-car systems are out, where they want to take out the cows too. Genau. Joe Biden wird als Präsident persönlich alle Kühe umbringen. Sagt ausgerechnet der Mann, der jeden Tag eine ganze Herde Kühe in Burgerform wegschnabuliert, bei sich im Weißen Haus. Ja. Auch auf mehrmalige Nachfrage wollte Trump im Duell keinen friedlichen Machtwechsel garantieren oder sich von der radikalen, gewaltbereiten Rechten distanzieren. Denn die braucht er ja noch für den kommenden Bürgerkrieg, falls er doch überraschend verliert. Gar keine Skrupel mehr, der Mann. Ja, und Joe Biden war beim Duell dabei, hat teilgenommen. Wenn man ganz ehrlich ist, hat Biden genau 2 Trümpfe im Ärmel. Er ist nicht Donald Trump und er lebt noch. Nur halt schon sehr lange. So erzählte er vor kurzem, dass er bereits seit 180 Jahren dem Senat angehöre. Und die Pointe ist, das stimmt sogar. So, und wer hat jetzt gewonnen bei diesem TV-Duell? Jeder, der es nicht geguckt hat. Wirklich jeder. Oder was sagen die Medienkollegen? Die schlimmste Debatte, die es je gegeben hat. Spektakel an Beleidigungen, Unterbrechungen. Hier war die Rede von einer brennenden Müllkippe, von einem Zugunglück. So aggressiv. Ja, absurd. Chaotisch. That was a shit show. Das ähnelte ja eher einer Wirtshausschlägerei. Jetzt die schlechte Nachricht, Trump-Fans wollen ihn genau so sehen, kämpfend im Schlamm. Die stört ja auch gar nicht, was die New York Times gerade über den Steuerzahler Trump schreibt. Nämlich, dass er keine Steuern zahlt. Also jedenfalls keinen Cent Einkommensteuer in 10 von 15 Jahren. Wobei, 2016 muss er tatsächlich insgesamt $750 bezahlen, der Herr Milliardär. Deswegen ist er jetzt auch Pressesprecher des neuen Vereins der unschuldig vom Finanzamt Verfolgten. They don't treat me well. They treat me very badly. You have people in the IRS. They treat me very, very badly. Ja, das Finanzamt behandelt alle schlecht. Dafür ist es ja das Finanzamt. Mein Gott. Ich meine, was hat der immer angegeben mit seinem Reichtum? Und jetzt plötzlich ist er angeblich total verschuldet. Wirklich.
Von über 420 Millionen Dollar Schulden ist die Rede. Und das ist die kommende Scheidung von Melania noch gar nicht mit eingerechnet. Der ist ja fast schon ein Fall für Sie wissen schon. Raus aus den Schulden. Peter Zwegert hilft Assis ohne Kohle. Erstens, verschaff dir einen Überblick über deine aktuelle finanzielle Situation. Zweitens, erwerbe notwendiges und grundlegendes Wissen, Kompetenzen und beachte Ratschläge und Tipps. Und drittens, beachte deine laufenden Ausgaben, ist doch klar. You're fired. Peter Zwegerts schwerster Fall. Donald Trump, der erste Präsident seit Nixon, der sich weigert, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Ist er in Wirklichkeit vielleicht ein wahnsinnig schlechter Geschäftsmann oder doch ein wahnsinnig guter Steuerhinterzieher? Viele seiner Hotels und Golfanlagen schreiben laut New York Times seit Jahren tiefrote Zahlen. Gleichzeitig soll Trump aber auch im Zuge seiner TV-Show The Apprentice Friseurbesuche von der Steuer abgesetzt haben. Und das in Höhe von 70.000 Dollar. Sie haben richtig gehört. 70.000 Dollar hat er pro Jahr abgesetzt. 70.000 für diese Frise hier. Das Einzige, was noch schlechter frisiert ist als Trump, ist seine Steuer. Gut, muss ich fairerweise dazu sagen, 70.000 klingt jetzt nur für den Laien viel. Ich kann da keine Steine schmeißen. Für mich arbeiten ja auch jeden Tag drei Leute nur an meiner Frisur. Stopp. So ist es perfekt. Trump gegen Biden, was für ein furchtbares TV-Duell. Was lernen wir jetzt daraus für die kommenden Duelle, wenn welche kommen? Wie kriegt man die Krawall-Opas besser in den Griff? Matthias Matschke ist Schulleiter am Kollega-Berufskolleg Berlin-Neukölln, legendäre Brennpunktschule. Herr Matschke, was wäre Ihr Tipp als erfahrener Pädagoge? Naja, dazwischen hauen. Direkte Mangen immer auf der 12. Das klingt hart, ist aber so. Das sind ja wilde Tiere. So einem Problemschüler wie dem Donald darfst du keine Sekunde den Rücken zudrehen. Er ist wirklich wie im Affengehege. Da kannst du froh sein, wenn er dich mit Kot schmeißt. Ja, gut, dazwischen hauen, das hat der Fox-Moderator ja versucht. Ja, aber wie? Wie in der Waldorfschule. Du, Donald, magst du den Joe vielleicht auch mal ausreden lassen? Hm? Das wäre ja so lieb. Das ist absolut erbärmlich, wie dem Kollegen da der Unterricht entglitten ist. Mr. President, you're talking about, Mr. President, go ahead. I'm asking you a question. Sir, with $1 billion, if you're not president as a moderator, absolutely you know what you're wait, not stop. True. That was a rhetorical question. But wait a minute, sir. Well, Vice President, no. Can I be honest? They want to give good health care. If I may ask my question, sir. May I ask you a question? Er kriegt doch Ausschlag. Haben die den Vogel kastriert oder was? Das ist doch kein Lehrer. Wissen Sie, wie ich das bei uns mache? Jerome! 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 Du hörst jetzt auf zu labern, sonst dreht dich dein Handy kaputt und fickt deine Mutter. Oder umgekehrt, das kannst du dir aussuchen. Dennis nimmt Schuhe im Karton. Gut, das hebt jetzt das Duellniveau auch nicht direkt. Oh, ja, mein Gott, Niveau. Der Herr Gymnasiast mahnt mir Niveau an. Mensch, halt die Fresse! Eine Unterrichtseinheit hat nur ein Ziel, dass der Lehrer lebend wieder rauskommt. Punkt um. Donald Trump ist offensichtlich nicht mehr beschulbar. Und das hat eine Vorgeschichte. Ich erinnere nur mal an die Duelle mit Frau Clinton. Wissen Sie das noch? Immer wenn sie dran war, hat er sich so von hinten ins Bild gewanzt. Wie so eine kleine, miese Flitzpiepe. Also ganz ehrlich, so eine Heinis schmeiß ich nach der 9. Klasse raus und geb die beim Autoscooter ab. Gute Idee, aber was macht jetzt der Moderator vom nächsten Duell? Das habe ich doch gesagt. Härte, erbarmungslose Härte. Mikro abdrehen, rausschmeißen, Feierabend. Das geht wohl nicht, er ist ja der Präsident. Ne? Na gut, dann halt Brief an die Eltern. Die sind tot. Na dann Brief an seine Frau. Die kann ich lesen. Spaß. Aber wirklich noch mal ganz konkret, Herr Matschke. Was macht man, wenn einer einfach nie aufhört, dazwischen zu labern? Wenn einer ganz kalkuliert immer weiter rumbrüllt, ohne Punkt und Komma, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn einer sich gar nicht mehr an die Konventionen eines zivilisierten Gesprächs hält und einfach immer... Oh! Ist das jetzt Pädagogik? Oh, stimmt, sorry. Wir haben ja Corona. Geht doch. Matthias Matschke! Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Show-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?